Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir wieder meine Weekly-Chest aufmachen, den Great Vault. Und das wieder mit mehreren Chars. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir es heute mit 3 oder 4 Chars machen, weil ich habe ein bisschen Überblick über meine Twinks verloren tatsächlich. Müssen wir dann einfach kurz durchloggen, schauen, mit wem ich was gemacht habe. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit Main an. Der hat nämlich den interessanten Loot drin und auch hoffentlich auch den guten Loot. Ich war letzte Woche wieder fleißig, habe wieder ein paar M-Plus gemacht. Wir haben 4-mal eine Instanz gespielt und ich habe zwar 4-mal Spitzen des Aufstiegs gespielt mit verschiedensten Random-Gruppen im Tool und die letzte von den 4 war Gott sei Dank die vorletzte war Gott sei Dank in Time, somit falsch, ich jetzt fast falsch, die letzte, also ich habe 3-mal die Spitzen gespielt und 1-mal tatsächlich hier die andere Seite und die Spitzen waren dann tatsächlich jetzt in Time, jetzt haben wir nur noch einen Key, den wir quasi auf 15 in Time spielen müssen fürs Mount. Und das ist die andere Seite. Ich war auch einmal die andere Seite und ich kann euch eins sagen, sonst meistens scheitern die Keys, weil die Random-Mitspieler halt irgendwas Komisches zusammenspielen. Diesmal habe ich tatsächlich was verkackt. Ich habe die Prozente falsch im Auge gehabt. Am Ende haben uns ein paar Prozent gefehlt. Da mussten wir auf die ganz andere Seite rüber. Das hat uns einfach viel Zeit gekostet. Richtig ärgerlich. Da ärgere ich mich selber. Ich hätte letzte Woche vielleicht meinen Mount zusammen haben können, wenn ich mich bei den Prozenten nicht verzählt hätte. Naja, passiert. Die Woche gehen wir wieder rein und hoffentlich holen wir dann das Mount. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, ob meine Strapazen letzte Woche sich gelohnt haben und ich ein krasses Item kriege. Auf Wächter haben wir gestellt. Ich brauche Schultern, bitte. Schultern, 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 Schultern. Ich hasse dich, Blizzard. Ach, fick dich doch. Was kriege ich? Jetzt habe ich schon wieder Schuhe. Ich habe doch schon 226er Schuhe. Und den brauche ich auch nicht. Eine Brust habe ich auch schon. Das ist doch... Keine Ahnung, langsam habe ich echt keinen Bock mehr hier mit diesem Great Vault. Ich habe mir, ne, mein Plan war, mich nur über den Great Vault zu equippen, weil es ja eigentlich easy sein sollte, so über die Season, ne. Das dritte Mal kriege ich jetzt Schuhe und das x-te Mal eine Brust. Die brauche ich halt nicht, die hat halt Crit-Tempo, das ist halt gerade nichts von den Stats her. Gut, ich kann jetzt hier den LFR-Loot, kann ich auch klicken, ich muss wohl die Brust nehmen, die ist zumindest vom Item-Level noch ein bisschen ein Upgrade. Alter... Das ist halt so eine Rotze. Da hast du schon mehrere Chancen und jedes Mal kriege ich irgendeinen Dreck. So bitte. Naja. Es war wenigstens ein Transmog, was wir noch brauchen konnten. Komm, ziehen wir halt dann die scheiß Brust an. Also ich habe eine 226er mit Mastery Crit und jetzt habe ich halt Crit Tempo und Crit ist halt eigentlich nicht so geil. Ein Tempo ist so, Mastery ist ganz gut und Versa wäre halt eigentlich mein Biss-Dead, aber das ist halt auch nicht drauf. Naja, gut. Dann ziehen wir halt die an, dann haben wir jetzt zumindest 218er Gear. Ist jetzt nicht gut, aber zumindest wieder ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt mal an den richtigen Slots was gekriegt hätte, dann hätte ich jetzt schon überall ein Item an 220 plus, ne? Aber die letzten Wochen, weiß ich nicht, ich krieg halt immer die gleichen Slots. Letztes auch wieder die Waffe, ne? Ich hatte eine 223er Waffe und jetzt eine 226er, 3 Item Level. Dann davor habe ich Schuhe gekriegt, die ich auch schon hatte. Hier, die hier, jetzt habe ich, glaube die nochmal drin gehabt, die 226er. Das ist da einfach nur ätzend. So, jetzt würde ich sagen, haue ich da gleich mal eine VZ drauf. Sockel kann ich, glaube ich, in die Brust nicht draufhauen. Das dürfte nicht gehen. Aber ich kann die Dings VZ drauf machen, sonst vergessen wir das wieder. Also, wo haben wir so denn? Gegenstandsverbesserungen, dann die Brust und dann, was haben wir drauf gehabt? Irgendwie, ich glaube, 30 Stats, ne? Die wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Irgendwas mit Werte, mächtige Werte. Geben wir einfach mal Werte ein. 4, wo haben wir denn? Da sind die 30 Stats. Okay, die kaufen wir uns einmal. Also ich hätte auch selber einen VZ schauen, könnte mir das selber VZen. Aber bei 300 Gold logge ich nicht oben, also da fangen wir nicht an. So, hauen wir uns das drauf. Haben wir zumindest schon mal ein kleines Upgrade, ne? Zumindest Item-Level technisch. Oh, und wir müssen auch noch gucken, dass wir einmal das neu drüber transmoggen, dass es wieder halbwegs aussieht. Wenigstens haben wir jetzt einen glatten Betrag, ne? Da kannst du nichts sagen. Gut, dann würde ich sagen, loggen wir auf den Twink um und schauen wir mal, ob es Transmog technisch besser läuft bei mir. Ich habe auf den Twinks, war ich ja auch halbwegs, halbwegs fleißig und habe wieder das ein oder andere gemacht. Gehen wir mal hier auf den Aluna
Und bei einem Char bin ich schon eingeloggt hier auf meinem zweiten Account. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit dem gemacht habe. Anscheinend kann ich hier was öffnen. Heißt, ich war im LFR wahrscheinlich unterwegs. Ah, ich habe 3 Bosse zumindest gemacht. Und ich kriege einen Kopf. Den brauche ich nicht vom... Warte mal, der ist 194. Ist der besser als das, was ich habe? Ich habe einen 190er an. Ja, der scheint besser zu sein. Mastery Crit. Nehmen wir den Kopf mal. Ich könnte mir auch jede Woche die 700 irgendwas Stigier nehmen, aber... weiß ich auch nicht. So, ziehen wir den mal an. Das war jetzt irgendwie nicht wirklich ein Upgrade, aber... Okay, was ich halt hier raus haben will, sind hauptsächlich Waffentoken. Und zwar gibt es bei den verschiedenen Covenants verschiedene Waffenvorlagen und die kriegst du halt nur über die Raid-Tokens. Ich versuche halt darüber, diese Tokens zu bekommen und das Transmog mir zu holen. Ein paar habe ich schon gekriegt, aber das ist halt eher so eine langfristige Sache, weil man halt, weiß ich nicht, irgendwie 10 Token oder so braucht, ne? Also schon ein paar. Ein paar sind auch schon Raid gedroppt, aber mit 4 Chars, ne? 4 Druid Chars, kriege ich, denke ich mal, so nach und nach die Tokens zusammen. So, dann schauen wir mal mit dem nächsten Char rein. Ich glaube, mit dem habe ich ein bisschen mehr Bosse umgenutzt. Ah, schau doch mal an. Da haben wir 3 Loot-Teile. Blöderweise habe ich schon alles 3 einmal. Vielleicht nehmen wir hier das Stigier. Jetzt muss ich mal gucken. Schultern. Ein Gürtel und wir haben einmal einen Rücken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwas brauche. Schultern könnte ich brauchen. Gürtel und Rücken. Ja, cool. Komm, dann nehmen wir doch die Schultern. Die sind zumindest Item-Level-Upgrade. Nicht, dass ich jetzt die Chars hier möglichst krass equippen will. Aber ach, schon mal, der hat sogar sein epische Achievement dadurch gekriegt. Jetzt hat er da doch halbwegs gutes Gear für einen Char, wo ich eigentlich nur World Quest und LFR spiele, um ein bisschen Anima zusammen zu bekommen. Ja, passt. Gut, so viel zu dem. Dann können wir da auch wieder umloggen, hätte ich gesagt, und schauen auf meinen letzten, und zwar meinen Monk. Da habe ich, glaube ich, auch, ich glaube, ich habe keine 10 Bosse gemacht, aber ein paar habe ich zumindest umgehauen. Schauen wir mal hier rein, vielleicht ist da ja ein Waffentoken drin. Ah, wie viel habe ich denn gemacht, wie viele Bosse? Anscheinend 3, aber keine 7. Okay, hier gibt es Schuhe. Schauen wir mal, die Transmog brauche ich sie nicht. Na gut, da können wir Stigier nehmen. Wenn wir Stigier nehmen. Eigentlich, wenn du Stigier farmen willst, mit einem Char faul bist, dann kannst du eigentlich 3 LFR-Bosse machen, dann kriegst du auch 250 oder halt 57 Stigier. Kann man sich solche Conduit-Upgrades kaufen. So, das war's dann eigentlich schon mit meinen Chars. 4 Stück sind wir durch, hatten bei jedem zumindest einen Loot-Teil, bei manchen sogar ein bisschen mehr. Und ja, sonderlich erfolgreich war es leider nicht. Wir haben zwar jetzt mein Item-Level ein bisschen zumindest erhöht, ne, auf 218, aber wieder keinen von den Loan-Slots ausgerüstet. Und ja, mal gucken, vielleicht wird es dann nächste Woche was oder ich muss bis 9.50 warten, bis man sich quasi die Sachen aus dem Plus upgraden kann, dass ich da mal mein ganzes Gear auf 220 Plus bekomme. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle für das kleine Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.